Jetzt muss ich. Hä, wo muss ich jetzt lang? Hä? Ah, hier. Nicht gesehen. Da. Da sind noch mehr Kisten. Oder eine Kiste. Ah. Ach Mann, oh, jetzt habe ich einen Feuerball verschwendet. Dachte, ich treffe das Vieh. So, hier ist nochmal eine Tür, da kommen wir nicht durch. Da habe ich jetzt gerade schon wieder was leuchten sehen irgendwo. Glaube ich hier lang. Oh, Mann! Könnt ihr wahrscheinlich darauf achten, wo diese komischen Löcher im Boden sind. Boah, ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt bin ich trotzdem getroffen worden, oder was? Ha! Mano. Ah, ja, ja, ja. Verstecken wir uns hinter der Kiste. Komischer Rotorwurm. Es hat nichts gebracht. Boah, hier geht's auch nochmal weiter. Was? Ich stelle immer wieder fest, wenn ich Dungeons fürs PNP bastel, muss ich mir mehr Mühe geben, genau so was Nerviges zu machen. Ja, bitte. Es ist ja. Das Schlimme ist halt eben, dass sich halt das so zieht, weißt du? Also. An und für sich finde ich Dungeons nicht schlimm, aber das ist halt eben, der zieht sich so unfassbar. Das ist wie so ein Kaugummi gerade. Und das macht es halt gerade so ein bisschen, langatmig. Aber okay, muss ich jetzt durch. Ich glaube, das kann ich sprengen, ne? Jo. Richtig gesehen. Ich hatte da hinten noch irgendwo eine Tür mit 3 Tentakeln. Hoch. Komm schon. Und vor allen Dingen, Tim, du musst ganz viele Viecher reinmachen. Ansonsten lohnt sich das nicht. Mann! So, da ist jetzt die Tür mit den 4 Dingern auf. Noch einmal Kreide gefunden. Hier drüben geht es auch noch irgendwie weiter. Aber, boah. Puh, ich guck nochmal gerade hier auf die Karte. Oh, guck dir diesen riesen Dungeon an, ey. Okay. Dass ich das hier nicht gesehen habe? Wo war ich denn da? Achso, das war der die Reihe. Ja, okay, okay, okay. Verstehe. Ich weiß, warum ich es nicht gesehen habe. Ich weiß, warum. So, hier geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Oder? Nein. Gut. Gut, 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 gut. Gehen wir wieder zurück. Ich muss jetzt erstmal gucken, bei dieser einen Tür, da waren noch 3 so Tentakels. Ich weiß noch nicht mehr, wo die jetzt war. Hier war die Zweiertür und dann war es hier irgendwo ums Eck, war eine Tür mit 3 Tentakeln. Aber wo? Hier, glaube ich, ne? Oh, sag mal. Nee, die war es nicht. Jetzt kriege ich wieder Schaden, obwohl das Ding gar nicht rausglotzt oder was? Hä? Was ist denn das? Hier? Nein, hier war das auch nicht. Mann, wo war denn das jetzt? Hier. Guck mal, hier sind 3 Tentakeltüren. 3 Tentakeltüren. Und Spinnen. Und noch irgendwas anderes. Oh, nee. Her. Minions, Kinder.
Ich habe auch eben irgendwo einen Durchgang gehabt, wo ich was gesprengt habe. Aber wo war das denn jetzt wieder? Sag mir jetzt bitte nicht, dass das jetzt hier für Nüsse war. Ach, wegen der Kiste, okay. Wegen einem großen Mana-Trank bin ich jetzt hier rein. Na gut, okay. Einem großen Mana-Trank und einem Health-Dingens-Potion. Okay, na gut. Wo war denn das jetzt, wo ich was gesprengt habe? Ach, ich weiß das nicht mehr. Irgendwo habe ich eine Bombe fallen lassen, so nebenbei an irgendeiner Wand, wo ich gesagt habe, aber guck mal, hier kann man was sprengen. Und da war noch eine zweite Wand, die man sprengen konnte, aber ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ne, hier war der Eingang. Oder? Ja, das war der Eingang. Okay. Ach, Mann! Blöde Ding! Komm da noch irgendwie nach draußen, aber wie? Weil da sind ja auch noch mal Viecher. Ist hier wieder irgendwo was sprengen? Ich glaube nicht. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich da durchgekommen. Wir werden es noch rausfinden, denke ich mal. Wahrscheinlich muss ich irgendwie einmal außen ganz drumrum laufen, um dann da runter zu kommen. Ich kenne mein Glück. Huch, hier bin ich falsch. So, ich gehe mal hier lang. Ich glaube, das sieht richtig aus. Ich weiß es nicht. Ja, nun. Jetzt bin ich etwas verloren. Aber das sieht richtig aus. Das sieht noch richtig aus. Kann ich das hier sprengen? Nein. Nee. Okay, sah nur so aus. Gut, hier geht's nicht weiter. Außer ich komme auf diesen Pilz. Nein, komme ich nicht. Ich komme nicht auf den Pilz. Okay, dann geht's hier weiter. Irgendwo war diese... Hier, guck mal. Hier kann ich... Und wozu habe ich das hier gesprengt? Hä? Ist gar nichts drin? Okay, das habe ich vorhin gesprengt und dachte, da geht's noch weiter. Aber den ist nicht so. Hier muss ich jetzt lang, ne? 4. Ich glaube, das ist richtig. Da ist nochmal ein Schalter, irgendwas. Hier war ich auch noch nicht. Hey. Das macht mich gerade echt bresig, ne? So, das haben wir jetzt geöffnet. Hier geht's weiter. Hoffe ich doch mal, dass es hier weitergeht. Wir haben auf jeden Fall wieder Gegner. Eine gelungene Abwechslung. Gegner. Ah, wo kommst du denn her? Flummi-Mann. Oh, nee. Zwei Flummi-Männers. Ah, weg. Hier ist nix. Okay. Wie gesagt, ich finde das mit der Kreide eine gute Idee. Es wird immer besser, diese Idee zu benutzen. Aber wir finden schon den Ausgang. Irgendwo muss ja hier ein Ausgang sein. Was ist das denn eigentlich? Was sind das für Items? Weiß ich gar nicht. Gelbe Nuggets. Oh, hier sind wieder zwei Pflanzen. Muss ich aufpassen. Drei sogar. Den da. Oh, Mann. Also noch nerviger geht's gar nicht. Gut, habe ich jetzt hier in dem Raum. Ja, ich habe hier, glaube ich, alles. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich nach da unten links komme. Ja, egal. Nein. So vieles Unkraut. Das hat mir wieder HP gekostet, dieses blöde Unkraut. So, war das jetzt hier lang? Ja, hier ist es offen. Okay. Da geht's noch tiefer rein. Also ernsthaft. Spiel. Es reicht doch langsam. So, jetzt habe ich, glaube ich, auch hier die Stelle. Ja, genau. Jetzt bin ich auch da. Jetzt habe ich hier die ganze Etage geklärt. Okay. Gut. Dann noch eins tiefer. Ey.
Das ist nervig, ne? Es ist wirklich nervig. Loading. Aber Loading, hatten wir Loading bisher schon mal gehabt, wenn wir so ein Ding runtergegangen sind? Ich weiß gar nicht. Eieieiei. So, jetzt bin ich wieder hier irgendwo in so einem gemauerten Dingens gelandet. So, ich speichere nochmal. Ich hoffe mal, dass das jetzt so langsam, aber sicher mal der Ausgang ist. Weil wir sind jetzt so tief. Ich glaube, das ist jetzt hier die 7., 8., 9. Etage irgendwas. Hä? Mumien! Endlich mal andere Gegner! Nicht Mumien, Skelettoren. Und fliegende Skelettoren. So, wir haben den Kupferschlüssel schon gefunden. Gehst du kaputt? Halt eben nicht. Oh, hier haben sie so eine kleine Spiegelung in den Boden eingebaut. Wie schön. Das sieht ja echt schnuckig aus. Das sieht schnuckelig aus. Fledermäuse. Jetzt blocken die auch noch, oder was? Oh, die blocken die ganze Zeit. Yippie. Das ist immer noch... Ich weiß nicht, ob das Spiel aus mehr als nur einem Dungeon besteht. So gefühlt nicht. Was? Ein Teleprompter-Dings? Was habe ich jetzt eingesammelt? Ach, jetzt kommen ja auch noch Scharfschützen. Dann nochmal. Kommen hier auch noch Scharfschützen, ey. So. Boah, ey. Gut, hier liegen zum Glück überall Heiltränke rum. Also so ist es nicht, ne? Die Fledermäuse. So, okay, hier komme ich noch nicht rein. Ich muss erst irgendeine andere Tür finden. Eine mit einem Kupferschlüsselloch. Gott, die Fledermäuse. Au, hab ich gar nicht gesehen. Gerade die Kamera in die falsche Richtung gedreht hat. Ah, Gegner. Hilfe. Oh Gott, ich habe keinen Strom mehr. Also kein Mana, wollte ich sagen. Was ist denn das jetzt hier? Ein blaues Modul, um den Generator zu aktivieren. Sag mal. Oh, wir kriegen ja gleich wieder ein Level up. Ein Glück. Ich habe es gerade schon geguckt. Ich dachte mir so, hä, das ist schon wieder 100%. Aber nein, das ist noch nicht ganz. Sind wir bei 97%. Gleich. Nicht mehr, also ein paar Gegner noch, denke ich mal. Oh! Wie viele? Mann, habt ihr euch hier versammelt oder was? Oh. Junge. So, Zauber-Mana-Pool interessiert mich jetzt eigentlich auch gerade gar nicht. Mystik, Stärke, mystische Fähigkeiten. Nee, ich mach nochmal Stärke. Und ich mach nochmal Leben eins hoch. Das ist ja sonst. Oh. Junge. So. Oh, hier ist ja noch einer. So, weg mit dir. Hier drüben ist irgendwas drin. Irgendwie wahrscheinlich der Generator. So, und noch ein Teil für den Generator. Schwarzer Telefonstein. Weiß nicht warum, das sieht nicht mehr aus wie ein Bienenstock. Nicht so wirklich. Nee, da hast du recht. Da hast du vollkommen recht. Das sieht nicht mehr aus wie ein Bienenstock. Ich glaube, es war vorher kein Bienenstock. Das war eher... Ich habe keine Ahnung. Irgendwas anderes, aber kein Bienenstock. Wie komme ich denn nach da draußen? Hä? Da führt gar keinen Weg hin. Gut, dann gehe ich halt mal in die Mitte.
Irgendwie habe ich gerade Schaden bekommen. Die Maschine läuft jetzt. Okay, danke. Habe ich angemacht. So, jetzt muss ich noch das Schlüsselloch mit dem Kupferschlüssel finden. Hier. So. Naja, ein Bienenstock, Beehive oder eben Hive. Deswegen ja Stock eben. Ja, das ist halt eher. Boah, diese Sniper hier immer. Ist das da Leben? Nee, ne? Nein, das sind Teleporter. Teleporter mit Musik. Teleportationsmusik. Also sowas wie Fahrstuhlmusik, nur halt eben als Teleporter. Kann man auch mal machen. Geht das kaputt? Nein, gerade. Aber der geht kaputt, wenn man draufhaut. So, kleiner Heiltrank. Also, ich hoffe, ganz ehrlich, ich hoffe, dass hier am Ende jetzt nicht noch irgendein fetter Bossgegner kommt. Weil das wäre echt hart. Hart und haarig. Wie leuchtet was? Tagebuch von Danelf, dem Maschinenbaumeister. Möchtest du es lesen? Ja. Tagebuch von Danelf, dem Maschinenbaumeister. Tag 826. 826 Tage war der hier unten. Jetzt verstehe ich alles. Das ist ja wirklich ein Riesendungeon. Okay. Arbeiten an den neuen Transflotern abgeschlossen. Alles überprüft, morgen erster Testlauf. Tag 827. Transflotor funktioniert bestens. Der Transport von Personen von einem Ort zum anderen wird damit 40 Mal schneller. Leider ist mein Lehrling Kasun während eines Versuchs verschwunden. Tag 828. Haben heute mehrere Personen gleichzeitig transflotiert. Wir werden definitiv mehr Transflotor bauen. Tag 834. Derzeit arbeiten 4 Transfloater in unserem Laboratorium einwandfrei. Haben Bodenkennungen angebracht, damit nicht wieder jemand aus Versehen transflotiert wird. Tag 835. Transfloater funktionieren. Exzellent. Der Hohe Rat hat uns anlässlich einer Präsentation gratuliert und sofort Aufträge erteilt. Ja, gut.